Wir sind jetzt gerade hier auf dem rebellischen Camp. Das Camp und die ganze Reise ist ein Riesenerfolg. Wir haben seit Monaten diese Gira vorbereitet mit den Bewegungen von unten und links, so wie die Zapatistas es nennen. Also die Bewegung, die sich gegen Kapitalismus, gegen Patriarchat, gegen rassistische Ausgrenzung, gegen die Naturzerstörung, Klimakatastrophe, gegen, oder ich sag mal was, für Gendergerechtigkeit, für Vielfalt, für ein freies Leben, ohne dafür um Erlaubnis bitten zu müssen, einsetzen. Und diese Bewegungen haben sich tatsächlich, oder Kollektive haben sich tatsächlich zusammengefunden. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken mit dem Camp und nach dem Camp, nach dieser Etappe der Gira in Deutschland, was wir miteinander anfangen können, wie wir mehr werden können und wie wir letztendlich dieses menschenverachtende, naturzerstörende System des Kapitalismus ersetzen durch was, was wir uns selber schaffen von unten und links. Darum geht's. Die Schritte, die nötig sind, die wir jetzt zusammen gehen, um den Kapitalismus abzuschaffen. Ein Kompa der Zapatistas hat in einer Reunion, also in einem Zusammentreffen, in einem Treffen gesagt, was mich stärkt, ist die Gewissheit, dass dieser Kapitalismus am Ende ist und ersetzt wird. Das wird passieren. Die Schritte, die dafür nötig sind, das kann kein Mensch alleine sagen. Das müssen wir kollektiv herausfinden. Weil wir müssen gleichzeitig, wenn wir diesen Kapitalismus ersetzen wollen, Strukturen schaffen, die unsere Grundversorgung ermöglichen. Also Gesundheit, Bildung, Ernährung, dass wir Sicherheit untereinander haben, ne? Dass keiner über den anderen herfällt. All diese Dinge, dass nicht neue Herrschaftsstrukturen oder Unterdrückungsstrukturen sich herausbilden. Die Zapatistas haben mal 10 grundlegende Bedürfnisse formuliert. Die ich jetzt nennen müsste oder so, die mir jetzt aber garantiert nicht einfallen. Also wir müssen gucken, dass wir das gleichzeitig machen. Den Kapitalismus abschaffen und gleichzeitig oder umgekehrt neue Strukturen schaffen, die ein solidarisches Miteinander ermöglichen und ein Leben in Würde für uns alle. Es gibt schon Ansätze, die dahin deuten, dass man diesen Kapitalismus ersetzen kann. Es gibt schon Kollektive, die solidarisch untereinander wirtschaften, unabhängig vom Staat oder von irgendwelchen fürsorgenden Verbänden. Es gibt Kommunen, es gibt Menschen, die zusammen Land bearbeiten. Es gibt sogar so etwas wie alternatives Gesundheitswesen. Diese Dinge müssen wachsen. Ne, die müssen ernsthaft aufgebaut werden. Und ich sehe da gute Chancen, dass wir das schaffen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das erreichen können. Aber wir müssen es kollektiv machen. Das kann keiner alleine vorgeben.